Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Fable 2. Wir sind ja immer noch in Bloodstone. Wo ich eigentlich bloß mein Zeug verkaufen will. Meine Optik ein bisschen verändern. Aber kein Mensch will mich lassen. Die Stände haben mal laufen, aber die Geschäfte noch nicht. Was soll denn der Scheiß? Ich. Halt, was hat denn der da eigentlich? Kuchen, nee, Kuchen lassen wir lieber bleiben. Geschenkehändler können wir ein bisschen was loswerden. Wir haben bestimmt, was ihr braucht. Kommt wieder, wenn ihr was anderes. Gut. Ein fairer Preis. Den Spaten lassen wir. Kommt wieder, wenn ihr was anderes verkaufen. Ein fairer Preis. Ein fairer Preis. Ich lasse ein bisschen was so drin, was man eventuell als Geschenk benutzen könnte. Die hübsche Halskette kann auch, so, kann auch weg. Kann das Parfüm auch noch weg. Hast du vielleicht eventuell ein neues Halsband für mein Hundi? Das wäre natürlich cool. Nee, irgendwie nix, ne? Nee, nee, nix, was ich unbedingt haben müsste. Ich meine, gerade die Sachen finden sich ja auch eigentlich recht gut. Wisst ihr was? Warum geht denn das nicht? Hallo? Ihr klettert auf der Ruhmesleiter nach oben. Es geht nicht. Auch die will mich heiraten, geh weg. Kennen uns noch nie mal. Was soll der Scheiß? Ist das hier? Na, das ist ein Privathaus, okay. Da ist ein Zettel. Was wollt denn ihr haben? 7000? 9000? Ja, machen wir mal. Aber jetzt nämlich eine eigene Hütte. So, da kann ich dann auch schlafen. Könnt ihr auch vermieten? Ah, wir haben auch noch so viele Anziehsachen zum Verscheuern. Ja, da war ja was. Es müssen halt bloß mal diese verdammten Händler aufmachen. Der Matt. Was soll der Geiz? Können wir mal was tun? Faulen Säcke. Ich meine, man kommt nicht auf das in das, was man bezahlt hat, aber ich denke mal, ein Tausender kriege ich schon wieder hier zusammen. Was ist denn da drin, Nettes? Na, na, na. Nimm mal. Ich kann Zeitkontrolle nochmal erhöhen. Wow. Das ist ja mal. Das machen wir doch gleich mal. Das ist sehr geil. Muss ich das bloß einstellen? Wie ging denn das jetzt nochmal? Oh, ihr seid so charmant. So. Den Blitz lasse ich mal ganz raus. Und jetzt gehen wir echt ein bisschen mal was verhökern und zum Friseur. War vielleicht nicht das billigste Haus am Platz, aber mei. Wir haben eins. Friseur hat offen. So. Sucht ihr etwas für euch selbst? Was haben wir denn da? Ah, bloß Färbemittel. Wir wollen keinen Schnauzer. Darauf gibt es einen Nachlass. Ja, bisschen groß. Ne? Viel Spaß damit. Warum? Weil es geht. Ich will kein Bad. Schöne lange Haare. Ja, die Filzlocken eventuell.
Bin zwar nicht so ein Dreadlock-Fan, aber... Oh, das sieht auch nice aus. Pferdeschwanz klassisch. Zack. Ihr habt Glück. Das ist gerade. Gucken wir mal, ob wir noch eine schöne Farbe für die Haare finden. Ja, blau muss jetzt nicht sein. Da oben waren doch auch noch Farben, glaube ich. Was habe ich denn an Färbemitteln? Schwarz könnte ich? Oder so grau? Mal sehen, wie die Farbe, wie die Haare von sich aus aussehen. Ich glaube, das liegt tatsächlich an der Maske, dass wir unsere Haare nicht sehen. Jo. Ist in Ordnung. Ach, die hat wirklich auch ein sehr voluminöses Gesicht mittlerweile. Naja, ich setz mal den Hut wieder auf. Und dann passt das einigermaßen. Übrigens der Grund, warum ich Gemüse gekauft habe. Dadurch nehmen wir ein bisschen ab. Gott. Dass man hier Schönheitszwang schon in Videospielen unterworfen wird, das kann ja nicht wahr sein. Die Handschuhe sehen leider schlimm. Möbelhändler brauche ich nur 0. Da oben geht die Quest weiter, da bin ich noch nicht hin. Waffenhändler haben wir. So ein Bücherhändler oder sowas wäre auch nicht schlecht, weil da habe ich so viel Schrapel. Das ist mein Haus. Was ist denn da hinten? Schneider, ne? Nope, das passt. Vielleicht finden wir da auch mal was Flottes Neues. Hallo? Würdest du mal mit mir reden? Vergnügen, euch zu dienen. Ach, da kann ich auch Färbemittel verkaufen. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ein wirklich guter Kauf. Nein! Ach, verdammt. Ach, depp ich. Ich kann ja nie so schlimm. Das wird schon jemand brauchen. Ich kaufe gerne, was ihr nicht mehr braucht. Habt ihr andere Artikel, die mich interessieren könnten? Das wird schon jemand brauchen können. Habt ihr andere Artikel, die mich interessieren könnten? Hat mal irgendwas euch auf dem Kopf? Den Bettlerhut habe ich den jetzt weg, oder? So, jetzt gucken wir mal, was der Kleidung hat, was interessant ist. So. War alles nicht. Flittchenrock, genau. Waldhütermantel, das hört sich doch auch nicht schlecht an, oder? Das Ding gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ausrüsten und weiter. Ist es das, was die gut aussehenden Leute heutzutage tun? Ich gehe mal ins Sonnenlicht, dass wir ein bisschen was sehen. Gott, wir sind wirklich so pummelig. Das geht ja eigentlich gar nicht. Meine Fresse. Wie furchtbar sieht denn das aus? Aber das ist auch eine richtige fette Rüstung. Oh Gott. Ich wollte den eigentlich ausziehen. Hallo. Ohne Mantel. Wir haben echt gar nicht schon was auf die Rippen kriegt. Aber das Ding sieht ja unmöglich aus, wenn ich das jetzt so anhab. Alter Falter. Den Hut schnell wieder auf. So. Uiuiuiui. Das geht ja alles gar nicht. Ich behalte den Waldhütermantel mal. Aber das ging gerade null. Ist jetzt hier mal jemand da? Immer noch nicht. Doch, da hinten. Hundi, bitte. Braucht so. Ihr da Hilfe? Erstmal verkaufen. Zack. Die ist weg. Haben wir wieder 16.000. Das ist nice. Also bei den Sachen brauche ich eigentlich gar nicht gucken. Auch bei Stahlbrück, bei den Schusswaffen nicht einmal gucken. Hm.
nichts Interessantes jetzt. Das wäre natürlich schon geil, aber da reicht die Kohle wieder nicht. Ne, dann lassen wir das. Waffen in allen Formen und Größen für euch. So, das Fischhändler. Was bist du nochmal? Tätowierer? Im Vergleich zu euch sind wir du hast Kuchen gehabt? Da habe ich irgendwie auch was gefunden. Das verkaufen wir aber mal schnell. Da, der kommt nicht. So, bitte sehr. Kommt her, das war was für ein Laden hier? Ach, das ist die Kneipe. Habt ihr was gefunden? Da haben wir... Was ist das denn? Ein allgemeiner Händler kann das sein. Da kann ich dann vielleicht mal den Rest loswerden. Bücher. Ja, zumindest auch Bücher. Hallo? Alchemist? Okay. Ich euch helfen? Hier stinke ich auf mich, verstehe ich gar nicht. Wir haben Ware, die euch gefallen könnte. Der hat diese Dingstränke, das ist natürlich auch nicht doof. Könnten wir uns mal ein bisschen Heiltränke kaufen? Das kann ich wärmstens empfehlen. Aber da hat er... Ich hoffe, ihr habt Spaß. Viel Spaß. Naja, gut. Irgendetwas. Den Rest behalte ich mal für mich. Ich habe ja bloß Heiltränke zum Verkaufen, das will ich bei dem natürlich nicht loswerden. Und was sind das für ein Schuppen? Was habt ihr hier? Man sagt, ihr schießt so schlecht, wie ihr riecht. Ach so, das ist ein Lager oder sowas. Versucht bloß nicht, mich zu ignorieren. Na, was hast du? Zeig. Oh. Sehr schön. Auch. Auch sehr schön. Gold geht immer. Das hat sich eigentlich auch schon gelohnt. Ein bisschen am Kai spazieren gehen. Ein bisschen an den Dock schnüffeln. Ah Gott, das war so ein blöder Spruch aus. Na, sagt schon. Nackte Kanone. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden, was meine Verkäufe angeht. Muss ich ja ernsthaft gestehen. Mir fehlt halt irgendwie doch immer noch so ein Buchladen oder irgend sowas. Helft einem armen Kerl, ja? Wenn es so weitergeht, ist der Tag gleich rum. Der Part ist es eh bald. Also so, was so questtechnisch angeht, habe ich halt wirklich vor. Oh, dann, was denn wieder? Hund? Hund, wo bist du? Was hast du denn? Hat nix, na gut. Tja. Was haben wir denn da? Keller. Das ist ein altes Kellerkind. Was ist das denn bitte? Scheint mir eine magische Barriere oder sowas zu sein.
hat nicht so richtig klappen wollen. Oder müsste er draufhauen? Draufhauen muss ich. Ah, sehr schön. Jawollo. Schlüssel gefunden. Das war's wert. Das ist nicht die Riesenerrungenschaft, aber es ist ja denn später wichtig. Gut. Ich würde aber trotzdem sagen, langsam mal da hoch. Richtung Main Quest wieder. Wir müssen ja ein bisschen was reißen. Vielleicht gibt es da ja auch noch ein Geschäft. Ich meine, das ist ja doch recht großes Gebiet hier. Aber nee, da gibt's nichts weiter. Dann gehen wir doch mal rein. Hey, Liebes, sofern habt ihr mit Reaver zu tun? Er ist hinten. Dann gehen wir doch mal rein. Die Läden sind bis morgen zu. Stehen tun wir mal lieber bei Dieben nicht. Das gibt bloß Ärger. Oh, hallo ihr. Gottes Willen. Schön, Gesellschaft zu bekommen. In mein Küstenparadies kommen nicht viele Besucher. Besonders nicht solche, die dem Wort Paradies eine neue Bedeutung geben. Oh, ich dachte, ihr hättet Potenzial. Jene, die es überhaupt durch Wraithmar schaffen, sind immer verwirrt und verängstigt. Aber ihr nicht. Ihr sucht jemanden. Und mal ehrlich, wer in Bloodstone nach jemandem sucht, sucht doch zwangsläufig mich. Aber ich habe nicht für jeden Zeit. Damit seid ihr gemeint. Ich sag euch was. Also, warum rettet ihr nicht lieber ein paar Reisende? Oder erschlagt ein paar Bestien? Oder erschlagt ein paar Reisende? Die Details sind mir einerlei. Beweist mir, dass ihr meiner Aufmerksamkeit würdig seid. Dann höre ich euch zu. Das war's. Haut ab. Hasta luego. Goodbye. Allez-vous. Topsing, ding-dong-day. So soll also mein Hintern aussehen. Es hilft nicht. Hat er die gerade erschossen? Wir brauchen seine Hilfe und er spielt seine Spielchen. Also musst du mitspielen. Sonst bekommt Lucien noch, was er will. Da das Kallistor nicht funktioniert, trennt dich Wraithmarsh vom Rest der Welt. Wenn du Bloodstone verlassen musst, nimmt dich vielleicht ein Kapitän mit. Na gut, das ist ja schon mal was wert. Aber wir müssen halt wieder Aufträge erfüllen, um unsere Reputation ein bisschen zu verbessern, unseren Ruf. Und ja, das werden wir dann im nächsten Part mal tun. Für heute reicht's, glaube ich. Ich sag an dieser Stelle bis zur nächsten Folge, wenn es dann wirklich mal wieder ein bisschen mit den Quests weitergeht, ne? Haut rein, Leute. Bis denne.